Skiregion um Stahl, Schönried und Zweisimmen und zählte zu den ersten in der Schweiz, die auf seilbezogene Aufstiegshilfen setzte. Der Erfinder der Funischlittenbahn, Arnold Annen, stammte aus Sahnen, dem Nachbardorf von Gstaad. So ist es wenig erstaunlich, dass Annen seine ersten Funischlitten unweit seiner Heimat erstmalig für den Skisport einsetzen konnte. Die erste derartige Schlittenseilbahn entstand um 1933 und führte von der Lochstaffel auf den Hornberg. Anfänglich war die Seilbahn mit nur einem einzigen Wagen ausgestattet, 1936 erfolgte der Umbau auf Doppelspur. Wegen der suboptimalen Erreichbarkeit der 1600 Meter hochgelegenen Talstation erfolgte bereits zwei Jahre später der Bau der beiden langen Sektionen Funi von Sahnenmöser bis auf den Hornberg. Die Schlittenseilbahn Lochstaffel wurde daraufhin 1942 stillgelegt. 1958 erfolgte dann der Bau eines Schlepplifts auf der gleichen Trasse des ehemaligen Funischlittens. Die etwa einen Kilometer lange Anlage war ein Produkt von Gerhard Müller und überwand gut 200 Höhenmeter. Ausgestattet war sie mit den für Müller charakteristischen Portal-Fachwerkstützen. 1967 konnte Müller mit dem Schlepplift Seyberg eine weitere Schleppliftanlage erstellen. Diese wurde allerdings 2005 ersatzlos abgebaut. Der Schlepplift Lochstaffel wurde dagegen schon 1984 durch eine komplett neue Anlage ersetzt. Auch diese stammt wieder von Müller, besitzt aber die moderneren Schräg-T-Stützen. Bereits 1937 konnte Ann und Ahnen am Hornberg die damals zweite Schlittenseilbahn am Hühnerspiel eröffnen. Mit nur 460 Metern schräger Länge war die Bahn zwar deutlich kürzer als das Erstlingswerk, überwand auf steiler Trasse aber doch immerhin 112 Höhenmeter. Zudem konnten durch den Bau zahlreiche neue und lange Skihänge bequem erreicht werden. Auch diese Anlage wich 1953 einem kapazitätsstärkeren Schlepplift von Müller. Dieser wiederum wurde 1974 durch das heute noch bestehende Exemplar von Garaventa ersetzt. 1985 erfolgte ein erneuter Umbau des Schlepplifts zur Steigerung der Förderleistung. 900 Personen kann der kurze Tellerlift seither stündlich vom Hornbergkessel auf das Hühnerspiel befördern. Die erste Schleppliftanlage am Hornberg entstand jedoch bereits ein knappes Jahrzehnt vor den erwähnten Müller-Schleppliften. 1944 erstellte die Firma Sameli Huber einen langen Schlepplift von Schönried auf das Horneckli. Damit besaß der Hornberg fortan neben dem Funischlitten von Sahnenmöser einen zweiten Zubringer. Als weitere Beschäftigungsanlage entstand im selben Jahr der Schlepplift Hornflug. Auch bei diesem handelte es sich um eine Konstruktion von Sameli Huber mit Holzstützen und den sogenannten Sieg- und Ehrbügeln für zwei Personen. Mit nur 500 Metern Länge und einer Höhendifferenz von unter 100 Metern war der Lift zwar kurz, erschloss aber von der Hornflur aus eine sehr lange und abgelegene Skiabfahrt bis nach Schönried. Schon 1966 wurde die Holzkonstruktion durch einen moderneren Schlepplift der Firma Oehler ersetzt. Dieser ist bis heute, abgesehen von den Bügeln, weitgehend im Originalzustand erhalten und damit ein echter Oldtimer. Die Talstation stammt sogar noch aus den 40er Jahren. Eine Fahrt mit dem Lift ist ein Nostalgieerlebnis par excellence und erinnert auch heute noch an die Anfänge des Skibetriebs am Hornberg.